Willkommen zurück. Wir befinden uns im Arbeitsblatt Grenzwerte von Folgen und im Fenster unbestimmte Ausdrücke. Was du bereits wissen solltest, ist, was Grenzwert unendlich bedeutet. Und wir werden jetzt erklären, was mit einem unbestimmten Ausdruck gemeint ist. Ausdrücke der Form 0 mal unendlich, 0 mal minus unendlich, nur 0 durch 0, unendlich durch 0, minus unendlich durch 0, plus oder minus unendlich durch plus oder minus unendlich und unendlich minus unendlich werden unbestimmte Ausdrücke gemeint. Der Grund ist, dass der Wert eines solchen Ausdrucks unbestimmt ist. Er hängt von den dahinter steckenden Folgen ab. Behauptest du zum Beispiel, dass du das richtige Ergebnis für 0 mal unendlich kennst, dann kann ich dir immer ein Gegenbeispiel nennen. Beim Grenzwert 0 zum Beispiel kann es wichtig sein, ob an gleich 1 durch n oder bn gleich minus 1 durch n oder cn gleich minus 1 hoch n das Ganze durch n dahinter steckt.